da wird nichts mehr passieren heute. Oha! Aha, das ist ein richtig strammer Barsch. Das ist der Fuffi. So. 19 Uhr. Beste Barschzeit beginnt jetzt gleich. Ich war gestern mit meinem Schlitten hier, haben ganz gut gefangen. Und jetzt soll es nochmal losgehen. Glaubst du oder nicht, aber ich habe den Platz tatsächlich trotz hervorragendem Badewetter für mich allein. Es geht mit der Köderführung los, die letztes Mal lief. Dropshot. Das war knapp. Das kann man wohl sagen. Ein Dropshot-Blei im Hinterkopf hätten wir ordentlich den Tag versaut. Aber es ging ja alles gut. Wie schon gesagt, konnten mein Sohn und ich am Vortag an diesem Platz ein paar richtig tolle Barsche fangen. Also habe ich mir nach Feierabend schnell die Angelsachen eingepackt, in der Hoffnung, es zu wiederholen. Ich habe ihn gefangen. Strammer Fisch. Leider zeichnete sich jedoch sehr schnell ab, dass die Barsche überhaupt keinen Bock hatten. Und ich verbrachte die ersten Stunden ohne einen einzigen Biss. Aber bleibt mal dran, denn wie heißt es so schön? It ain't over until the fat lady sings. Oh, die Fische kommen hoch, der Wind ebbt ab. Vielleicht geht ja noch was. Ich werde jetzt auch erstmal wieder ein bisschen aktiver fischen. Ich kann euch aber einen gut gemeinten Tipp geben. Ich bin ja immer gern dabei, ein paar Tipps zu geben beim Angeln. Wenn ihr wie ich beim Wartangeln die Ködertasche in die Warthose steckt, dann passt bitte auf, dass die so auch zu ist. Sonst habt ihr nämlich die ganzen Twitch-Baits rund um die Kronjuwelen. Gut gemeinter Tipp. Bisher hat es überhaupt nicht gut gebissen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt ein bisschen größer fischen. Es geht auf Texas Rig. Ein bisschen aggressiver am Grund, ein bisschen größer. Und dann wollen wir einfach mal gucken. Attacke! Also am Grund kommen jetzt erstmal keine Bisse mehr, wie es aussieht. Ein paar Würfe mache ich noch. Und dann, also zwei, drei, mehr nicht. Und dann geht es jetzt richtig gezielt nochmal auf Barsche, die irgendwo im Freiwasser unterwegs sind. Wo sind die Blödmänner? Die sind nicht weg. Das ist das Problem. Die sind nicht weg. Das macht einen am Barschangeln wirklich wahnsinnig. Man weiß, sie sind nicht weg. Sie sind genau hier. Aber sie beißen nicht. Ich habe da hinten immer so auf gut 50, 30, 40 Meter Wurfentfernung irgendein Schwarm Weißfische im Freiwasser, die da rumkommen. Ich werde da jetzt mal hinwerfen und gucken, ob da drunter vielleicht welche sind. Ah, oh, okay, da gibt's Bisse. Ah ja. Oh ja. Ah, da hing kurz. Scheiße, da gibt's Bisse. So Leute, jetzt erzähl mir mal einer, wie ich die kriege. Aha. Oh, scheiße. Naja. Oh. Das ist so krass, wie will man die kriegen? Hart anjiggen und hoffen, dass sie hängen. Dropshot. Das Problem ist nur, wenn ich es jetzt ummontiere, sind sie bis dahin wahrscheinlich wieder weg. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen, nicht zu haken. Jetzt sind sie wieder weg. Zum Mäusemelken. Hätte ich mal Dropshot drauf gelassen. So ein Scheiß. Das wäre jetzt wirklich genial. Ich könnte es da rausballern. Es wird da einfach liegen bleiben und ich würde ihn so lange da zucken lassen können, bis der Fisch beißt. Eigentlich. Oh, leck mich am Arsch. Tja Leute, wie ihr seht, sollte man zum Barschangeln immer einen Helm dabei haben. Ihr kennt das. Es gibt diese Tage, an denen einfach nichts zu laufen scheint. Wenn ich beim Angeln aber eine Sache gelernt habe, dann dass ein Angeltag erst vorbei ist, wenn ich im Auto sitze. So, jetzt ist mir gerade noch die Dropshot-Montage abgerissen, weil der Wurf zu gewaltsam war. Ich werde jetzt noch ein bisschen poppern hier. Vielleicht noch einen schwereren Gummifisch dann raushauen oder einen Krebs, ja auch eine Idee. Aber die Erfahrung sagt mir, dass es jetzt schon mit wirklich Glück zugehen muss, dass noch ein schöner Barsch kommt. Ich habe jetzt einen Stickbait drauf, der richtig Krach macht. In der Hoffnung, dass das irgendwie die Barsche noch mal munter macht. Na? Da kommen sie. Tatsächlich.
Aber ganz, ganz träge hinterher. Wahnsinn. Tja, hätte ich gedacht, geht anders los, ehrlich gesagt. Mit Wind drauf, die ersten Bisse, das war ja sehr verheißungsvoll. Aber sie scheinen gerade irgendwie ein bisschen aktiver tagsüber zu sein. Und gegen Abend dann nicht. Was macht man da, ne? Wenn die Köder, wenn die Fische außer Reichweite sind und man sie einfach nicht kriegen will? Ach, ja, komm. Das ist doch. Die kriegen den nicht rein. Ich kann kotzen, ey. Das Problem ist, wenn sie beißen, wenn sie ihn wollen haben würden. Würden haben wollen, man achte auf den Konjunktiv. Ah, dann hätten sie ihn. Aber sie wollen ihn nicht. Sie wollen ihn einfach nicht. Oh. Oh. Das hier natzt ab. Ich bin zu blöd zum Barschangeln. Was macht man da? Ich probiere nochmal einen Krebs. Er fliegt ein bisschen weiter. Da wird nichts mehr passieren heute. Oha! Aha, das ist ein richtig strammer Barsch. Geil. Oh, das ist ein richtig guter Barsch. Ja. Scheiße. Nicht abgehen, bitte. Das ist der Fuffi. Alte Scheiße, das ist jetzt ein richtiger Oschi. Köder ist raus. Puh. Aufgepasst, das ist ein Barsch. Now we're talking. Geile Scheiße. Hammerfisch. Ja, 50 hat er nicht, aber 46 hat er. So, rein mit ihm würde ich sagen und dann gucke ich mal, wie ich noch einen kriege. Alter Schwede, ey. Aus dem Nichts kam der. Tja, und? Worauf hat er gebissen? Auch wieder so ein Krebs, ne, der über den Grund hoppelt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege für dieses Video nicht genug Material zusammen, weil ich halt eben gar keinen Barsch gefangen habe. Ne? Und jetzt so aus dem Nichts. Knackt da so eine Wurst rein. Ich mache jetzt noch zwei Würfe und dann geht's mit einem guten Gefühl nach Hause. Eine Sache, bevor ich jetzt Feierabend mache, wollte ich noch eben kurz erklären. Ich werde von meinen Angelfreunden, von einigen, öfters mal belächelt, dass ich extrem schwer auf Barsch angel. Ich kann das ein Stück weit verstehen, weil man beim Barschangeln auch ein bisschen Spaß haben will und eine weiche Rute haben will. Da ich für meinen Teil aber extrem gern und sehr gezielt auf dicke Barsche gehe, bleibt für mich eine harte Rute immer kompromisslos. Dicke Barsche haben extrem harte Mäuler. Das heißt, ihr müsst notfalls auf 50 Metern einen Haken auch wirklich gut platzieren können. Das ist das eine. Und das zweite ist, große Barsche sind extrem kampfstark. Und die machen mit euch an einer leichten Rute, was sie wollen. Speziell, wenn ihr eine Uferböschung habt oder eine Kante vor euch, die runtergeht, die auch noch bewachsen ist, dann wissen die Burschen ganz genau, ab wann sie euch entgegenschwimmen müssen und in diese Kante gehen. Und glaubt mir, wenn ihr am leichten Gerät einen dicken Barsch dran habt, der vor euch im Kraut verloren geht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ihr braucht dann einfach eine Rute, mit der man genau in dem Moment, wenn der Barsch euch entgegenkommt und ins Ufer will, ihn hochdrückt. Und zwar mit aller Macht. Dieser Barsch, dieser dicke Barsch, muss dann vom Grund weg. Wenn nicht, habt ihr eine sehr hohe Chance, ihn zu verlieren. Es muss am Ende jeder selber wissen. Ich will auch keinem vorschreiben, irgendwie, wie er zu angeln hat. Aber an der Stelle ist es einfach so, ähnlich wie beim Zanderangeln mit dem Anhieb, braucht man beim Dickbarschangeln einfach eine Rute mit Funktion. Da bleibt manchmal der Spaß ein bisschen auf der Strecke, im Drill. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist der Spaß doch deutlich größer, wenn der Fisch sicher im Kescher ist, als ob ich ihn nur 5 Minuten an so einem leichten Gerät drillen muss. Da hätte ich ohnehin keinen Spaß dran, ehrlich gesagt. So, das waren meine letzten Worte. Damit schönen Feierabend. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mir zugeguckt habt, wie ich einen wirklich riesen Barsch gefangen habe. Und ich würde sagen, das machen wir nochmal. Haut rein!